Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute mal wieder mit einem brandneuen Fahrzeug, nämlich den 2020er XPeng P7. Diesmal werde ich heute präsentieren. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns auch das Tuning selbstverständlich anschauen. Und der XPeng P7 ist ein Wagen, den ich tatsächlich gar nicht kannte, bevor er hier ins Spiel reingekommen ist. Also das war wirklich ein Wagen, der mir gänzlich unbekannt war, den ich aber doch sehr cool fand. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist relativ unschwer zu erkennen, dass es sich hierbei um einen Elektrowagen handelt. Und naja, Elektrofahrzeuge haben wir ja sowieso nicht allzu viele im Spiel. Deswegen freue ich mich da über jeden, der reinkommt. Und er sieht sehr cool aus. Also hat ein paar Linien von Tesla, finde ich. Hat ein paar Elemente von Geely, gerade an der Front. Was eine sehr, sehr coole Optik ist. Also wenn man sich da das Ganze an der Front mal anschaut, finde ich nicht schlecht. Wie gesagt, sieht für mich sehr nach Geely aus. Aber ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Also das gefällt mir persönlich, muss ich sagen, doch sehr gut. Das Fahrzeug, lediglich das Heck, muss ich sagen, finde ich nicht ganz so geil. Da ist hier, finde ich, zwischen den beiden Leuchten die Lücke am Heck viel zu groß. Also die müsste da ein bisschen kleiner sein, meiner Meinung nach. Wir setzen uns mal rein. Und ja, ihr wisst es schon, schwarzes Exterieur, weißes Interieur, das passt so überhaupt nicht zueinander. Deswegen gefällt mir das auch ehrlicherweise nicht hundertprozentig. Es ist extrem clean hier drin, muss ich sagen. Also du hast hier eigentlich außer am Lenkrad nichts wirklich an Knöpfen oder so. Das ist alles hier über, ja, Bildschirme gelöst, kann man sagen. Mit Ausnahme vom Lenkrad eben, wo wir ein paar Knöpfe haben, die sich halt auch irgendwo nicht vermeiden lassen. Ich würde sagen, wir starten ihn mal. Ja, und da hören wir jetzt nicht allzu viel, muss man ganz klar sagen. Wir hören aber ein bisschen mehr, wenn wir fahren, deswegen gehen wir da einfach mal direkt raus auf die Straßen und bewegen das Wägelchen mal ein paar Meter. Wobei ich auf eine Sache optisch noch ganz kurz eingehen muss. Ich weiß nicht, ob der Bildschirm so aussehen soll wirklich. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Fehler. Ich halte das für unwahrscheinlich, dass der wirklich halt einfach komplett grau einfach hinterlegt sein soll. Also das passt irgendwie überhaupt nicht so rein, meiner Meinung nach. Aber das ist eine Sache, die mir im Stream tatsächlich sehr negativ aufgefallen ist, die ich an der Stelle doch einfach auch nochmal angesprochen haben wollte. So, wir haben hier den 2020er XPeng P7, den man aktuell bei The Way bekommt. Bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, glaube ich. Über die Festival-Playlist, wenn ihr dort 20 Punkte erreicht. Und genau, letztendlich haben wir, wie gesagt, den XPeng P7, ein chinesisches Fahrzeug, welcher zwei E-Motoren besitzt in dieser Variante, nämlich einen vorne, einen hinten. Es gibt auch einen, der nur hinten einen Elektromotor hat, dementsprechend auch ein bisschen weniger Leistung hat. Hier kommen wir auf insgesamt 400 PS sowie 655 Newtonmeter Drehmoment auf ein Leergewicht von knapp 2 Tonnen in etwa. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 4,5 Sekunden, also 4,5. So die Angabe, die Topspeed ist tatsächlich jetzt auf der Webseite nicht angegeben gewesen, aber ich denke mal, das wird jetzt nicht so dramatisch viel sein. Preislich liegt der Wagen bei etwa 61.000 Euro. Wir haben bis zu 706 Kilometer Reichweite. Es gibt verschiedene Varianten, die dann teilweise auch ein bisschen weniger Reichweite haben. Je nachdem, was man sich da eben kauft. Und das hier ist eines der vier Modelle, die XPeng im Line-Up hat. XPeng, wie gesagt, eine chinesische Marke mit vier Modellen. Und dieser P7 ist eben einer davon. Sie haben auch einen Kleinwagen, sie haben einen SUV. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, also sie haben auf jeden Fall eine ganz nette Auswahl, finde ich, an Fahrzeugen. Und das ist eine sehr, sehr junge Marke. Die wurde 2014 erst gegründet. Und hat deswegen, wie gesagt, wenn wir das Ganze einfach mal so sehen, nicht mal 10 Jahre auf dem Buckel. Und deswegen da direkt in den Elektromarkt einzusteigen. Und das Ganze dann auch wirklich mit einem Wagen, der jetzt auf den ersten Blick halt wirklich auch nicht nur sehr gut aussieht, sondern halt auch gar nicht so schlecht funktionieren soll. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Dass der Wagen nicht so unerfolgreich ist, sieht man an mehreren Aspekten. Zum einen wurde der Wagen tatsächlich auch in Norwegen vor kurzem eingeführt, dass er dort verkauft werden kann und verkauft wird. Und zum anderen sieht man das auch an den Verkaufszahlen vom P7, nämlich nach 6 Monaten wurden schon 10.000 Stück davon verkauft. Und das ist tatsächlich für einen neuen Elektrowagen einer doch relativ unbekannten Marke gar nicht so wenig. Also der Wagen scheint wohl auf dem Markt gut anzukommen. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob man vielleicht von XPeng in Zukunft ein bisschen mehr hören wird noch. Eventuell auch hier in Deutschland, dass da die Fahrzeuge hier auch angeboten werden. Weil ich sag mal, wenn sie in Norwegen zum Verkauf angeboten werden,
dann geht das auch in Deutschland sicherlich. Und ich glaube, Deutschland ist tatsächlich ein Markt, wo dieser Wagen eventuell auch ganz gut landen könnte, könnte ich mir vorstellen. Also, das wäre eventuell gar nicht so schlecht. Und wir sehen auch hier gerade wirklich auf den ersten Metern, dass er halt sich wirklich auch sehr, sehr gut fährt. Also, klar, wir haben hier jetzt eine der, in Anführungszeichen, sportlicheren Versionen. Also, es gibt vier verschiedene Modellvarianten insgesamt. Das hier dürfte, ich habe den Namen nicht rausgeschrieben, ehrlicherweise irgendwie Long Range All WD Plus irgendwas in die Richtung sein. Wie gesagt, halt im Endeffekt eine der in Anführungszeichen sportlicheren Versionen. Sportlich ist das hier halt trotzdem nicht. Im Verhältnis zu anderen Sportversionen. Also das ist jetzt kein M4 oder so, das ist ganz klar. Und wir können uns wahrscheinlich jetzt mal darauf berufen, dass die Topspeed ungefähr 190 km/h beläuft in der Realität. Jetzt mal aus meiner Vermutung. Ne, bleiben Sie bitte hinten dran. Dankeschön. Aber es ist natürlich ein E-Auto und bei E-Autos wissen wir, die Beschleunigung ist halt wahnsinnig gut und die Topspeed ist halt im Regelfall eher sekundär, muss man sagen. Du kaufst ja jetzt auch nicht eine Elektrolimousine, um auf der Autobahn 300 zu fahren. Das machst du ja nicht. Also du kaufst sie dir im Regelfall aus anderen Gründen, ist jetzt mal so meine ganz dreiste Vermutung. Ich würde aber trotzdem sagen, er soll nicht unbedingt sportlich sein, vielleicht ist es ja trotzdem. Wir gehen mit dem XPeng P7 jetzt natürlich auf die Teststrecke. Damit steht der XPeng P7 an der Startlinie und fährt hier los. Geht ja sogar in gut unter 4,5 Sekunden von 0 auf 100 hier im Spiel. Da ist natürlich immer die Frage, inwieweit bekommen Elektrofahrzeuge dort vom Spiel aus nochmal einen Push oder so, aber ja, ich denke mal bei den Leistungsdaten könnte ich mir halt auch so vorstellen, dass er in der Realität so ungefähr 4 Sekunden glatt auch schaffen könnte. Wobei dann natürlich die Frage ist, wieso sie es falsch angegeben haben. Aber das kann natürlich dann verschiedene Gründe haben, das ist natürlich ganz klar. Wobei man auch sagen muss, dass der Wagen hier im Spiel 30 PS mehr hat als in der Realität. Und ich nicht ganz genau weiß, warum. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Wir sehen tatsächlich mehrere Dinge. Zum einen sehen wir halt, wie gesagt, da, ich habe schon angesprochen, die Beschleunigung ist gut, definitiv, bis 190. Ab dann geht halt leider gar nichts mehr. Und in dem Fall nicht metaphorisch, sondern tatsächlich auch faktisch geht da einfach gar nichts mehr. Wir sehen aber auch, dass die Kurvenlage an sich eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also im Endeffekt ist der Wagen hier ein 2-Tonner, der sich halt wirklich anfühlt wie 1,7 vielleicht, 1,6 eventuell sogar. Also klar, wir gehen jetzt nicht mit 200 in die Kurve rein, logischerweise. Aber trotzdem, auch in den Langsamen-Kurven geht er wirklich extrem schön rum, extrem gut rein. Das finde ich wirklich, wirklich gut von dem Wagen hier. Auf der Bremse merkst du das Gewicht schon. Also die Bremsleistung ist echt nicht gut. Ich würde es aber auch nicht davon ausgehen, dass wir Carbon-Keramik-Bremsen haben. Also ich denke mal, das werden hier jetzt nicht die allerkrassesten Bremsen sein. Und das Ding ist halt, wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind die Reifen, die der Wagen hat, nicht mal Straßenreifen. Also das wäre dann schon mal nochmal ein sehr, sehr krasses Statement für das Auto hier definitiv. Wie gesagt, Bremsleistung auf jeden Fall für mich der größte Kritikpunkt definitiv dort. Könnte ein bisschen mehr gehen in den Kurven. Seht ihr es ja selber, der fährt sich da wirklich gut. Also ich habe hier nicht irgendwie Probleme oder so, den Wagen in die Kurve rein, um die Kurve rumzukriegen. Das ist schon stark, definitiv. Also hätte ich tatsächlich von dem Wagen hier nicht erwartet, muss ich sagen. Das ist wirklich ein Level, was ich im Sportcoupé-Segment sehen lassen kann. Oder auch im Sportlimousinen-Segment, weil klar ist ja eine Limousine kein Sportcoupé. Und er wird halt auf der Zeit, auf der Teststrecke extrem viel durch seine Topspeed einfach verlieren. Weil wo andere Fahrzeuge mit den Leistungsdaten hier 230 durchfahren würden, fährt er halt nur 190. Also das wird ihn extrem kosten natürlich, aber ja, ich fasse halt das Getriebe da nicht an in dem Fall. Das ergibt für mich keinen Sinn. Weil, naja, der Wagen soll wohl dann in der Realität auch nur 190 laufen. Sehr wahrscheinlich dann. Er kommt dann auch, surprise, surprise, mit 191 km/h über die Ziellinie. Er ersetzt eine Zeit von 2 Minuten 51,059 und ja, ist damit halt gerade mal in der mittleren B-Klasse angesiedelt in der Zeit. Hier bei Mitsubishi Lancer Evo 10. Evo 6, Entschuldigung, ist es nicht der Evo 10. Oder Dodge Magnum SRT 8, also ja, es ist halt für den LI auf jeden Fall wirklich keine gute Zeit. Das kann man definitiv mal so sagen. Aber ich habe es ja gerade schon erklärt, warum.
Der Wagen beschleunigt halt auf 190 hoch, das Ganze außer gleichmäßig. Und da passiert aber halt nichts mehr. Also wenn wir das Getriebe länger stellen würden, dass er halt auf 240 hochrennt, dann glaube ich schon, dass wir hier alleine dadurch 5, 6, 7 Sekunden finden würden. Und der Wagen alleine damit halt schon mal sehr viel krasser unterwegs wäre. Haben wir jetzt halt nicht gemacht. Wie gesagt, sowas mache ich im Regelfall nicht. Wenn ich Sachen anpasse, dann hat das ja nur den Sinn, halt ein bisschen mehr der Realität zu dienen. Und in dem Fall, naja, dient das Getriebe wohl der Realität, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ansonsten, wie gesagt, Kurvenlage hat mich maximal positiv überrascht. Bremsleistung ist der größte Kritikpunkt an dem Wagen. Ansonsten, wie gesagt, also gerade das Fahrwerk ist schon sehr, sehr gut. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dieser Wagen hat sich nicht angefühlt wie eine 2 Tonnen Elektrolimousine. Wenn ich wirklich sage, der Wagen fühlt sich an wie 1,7 Tonnen, 1,6 Tonnen, dann meine ich das so. Also das ist wirklich schon enorm krass von dem Wagen definitiv gewesen. Und ich würde sagen, wir gehen dann mal ins Tuning und schauen mal, was überhaupt alles möglich ist. Es würde mich wundern, wenn er großartig Anbauteile hätte. Wir können auch keinen Swap machen, nicht auf Heckantrieb oder so, oder auch nicht einen anderen Motor rein. Ergibt aber auch Sinn irgendwo. Wir könnten 107 PS draufschmeißen oder 215. Ja, wir gehen mal auf knapp über 500 PS. Das passt an sich, denke ich mal, ganz gut hier rein. Und ja, Forza Aero würde natürlich gehen, aber ja, jetzt sind wir ehrlich, brauchen wir nicht. Und ja, tatsächlich, wenn ich das so sehe, dieser Wagen, er hat nicht mal Straßenreifen. Und das macht die Zeit, finde ich, nochmal besser. Oder nicht die Zeit, sondern das Fahrverhalten macht das, finde ich, nochmal besser. Dass er das halt wirklich mit diesen, ja, Plastikreifen geschafft hat, ist schon wirklich gut. Also, da kann man nichts sagen. Wir geben ihm mal, würde ich sagen, Sportreifen. Er hat 245er vorne gerade mal. Das ist halt auch krass. 265er machen wir draus und hinten gehen wir dann auf 275er. Die Spur ist so eine Sache, die mich ein bisschen stört. Die würde ich gerne ein bisschen verbreitern. Dann sieht der Wagen nicht nur ein bisschen besser aus, sondern liegt auch noch ein bisschen stabiler, definitiv. Differential, nehmen wir ein Renndifferential mit. Ja. Und selbstverständlich dann die Rennbremse. Sind das Brembo-Bremsen? Sehe ich das richtig? Lass mich mal schauen. Aber da steht auch Brembo drauf, oder? Oder sehe ich das gerade einfach falsch? Kann natürlich auch sein, dass ich das gerade nicht richtig sehe. Moment. Also wir sind noch nicht fertig mit dem Tuning. Doch, das sind, wenn ich es richtig sehe, Brembo-Bremsen. Kann es ja nicht hundertprozentig erkennen. Aber das müsste der Brembo Schriftzug sein. Ja, doch. Interessant. Macht dann natürlich die Bremsleistung, die er so hatte, noch ein bisschen schwächer. Aber gut, Brembo-Bremsen gibt es ja auch in verschiedenen Stufen, deswegen wären das wahrscheinlich etwas schwächere dann gewesen sein, gehe ich mal von aus. Überrollkäfig könnte man reinbauen. Aber nein. Und wir könnten auch ein bisschen Gewicht rausnehmen auf 1,9 Tonnen ungefähr, auf 1,8 und 1,5. Er hat sich eigentlich mit den 2 Tonnen schon sehr gut fahren lassen, deswegen würde ich nicht mal viel rausmachen. Wir gehen mal auf 1,9 nur runter. Und sind damit bei genau 800 gelandet, sehr gut. Und bevor ihr jetzt fragt, nein, ich kann den Wagen nicht in CVR verwenden, weil es ein Elektroauto ist und Elektroautos bekommen halt einfach keinen Schaden. Oder quasi keinen Motorschaden. So, Lackierungen würde mich jetzt mal interessieren. Ich denke mal, wir werden halt so das Übliche haben, schwarz-weiß und so. Und ja, in Rot gibt es ihn auch noch. Hier in Weiß sieht er auch interessant aus. Das Rot finde ich gar nicht mal so schlecht. Tatsächlich erinnert mich aber ein bisschen zu sehr an Tesla dann. Muss ich persönlich sagen. Ich finde ihn in Schwarz eigentlich cool. Und wir fahren eigentlich echt selten schwarze Autos, deswegen lassen wir ihn mal so. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber ja, ich war tatsächlich schon, als der XPeng im Time-Trial-Modus war. Ich möchte jetzt mal direkt eine Sache gucken. Können wir das Getriebe anpassen? Ja, danke schön. Als der Wagen rein ins Spiel kam, der war ja im Time-Trial-Modus drin. Da sind wir dann ja eine feste Playlist ausgefahren und da war ich eigentlich schon echt von ihm überzeugt, muss ich sagen. Also das war da auf jeden Fall schon mal ein guter Ersteindruck. Und ich finde schön, dass dieser Ersteindruck sich jetzt hier auch wirklich bestätigt. Alter, dieser Himmel. Sieht das nice aus. Sehr cool. Also, wie gesagt, hat mich sehr positiv bisher überrascht in Sachen Fahrverhalten und so.
Und allgemein, ich habe es ja gerade schon gesagt, Elektrofahrzeuge haben wir jetzt echt nicht viele in Forza. Ich glaube, das ist immer noch im einstelligen Bereich. Wenn man jetzt nicht die Extreme-E-Fahrzeuge alles einzeln werten würde, dann sind wir natürlich bei, keine Ahnung, 15 oder so. Oder meinetwegen 18, weiß ich nicht. Aber ja, wenn man jetzt Extreme-E als einen einzigen Wagen werten würde, dann wäre man halt bei einem, bei einem einstelligen Bereich, denke ich mal, immer noch. Und es ist auch cool, wenn man da mal ein bisschen unbekanntere Modelle reinbekommt, wie den X-Pack halt beispielsweise. Wie gesagt, ich kannte nicht mal die Marke vorher. Noch nie von gehört. Aber hat auf jeden Fall was. Und genau das ist das Coole an Forza, dass du dann echt ab und zu mal wirklich ein Auto bekommst in das Spiel rein, wo du dir denkst, was ist das? Das kenne ich nicht. Was soll das sein? Was sich dann aber doch als sehr cooles Aggregat auf jeden Fall entpuppt. Also ich denke auch, wir werden von X-Peng noch einiges hören in der Zukunft. Tatsächlich, also das scheint mir jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Auto zu sein, könnte ich mir gut vorstellen. In der Realität, auch von dem, was ich halt so gesehen habe bisher von dem Auto. Ich meine, allein dadurch, dass das Fahrzeug halt auch international jetzt wirklich verkauft wird, alleine das ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil internationaler Verkauf anzukurbeln, ist halt jetzt nicht unbedingt das Leichteste. Und wir reden hier jetzt nicht von einer Distanz von Deutschland, Österreich, sondern China, Norwegen. Das ist ja schon nochmal eine etwas andere Nummer, definitiv. Also ich bin da sehr gespannt auf jeden Fall, was da eventuell noch so alles passieren wird. Wir können ja dann auch die Folge eventuell mal ein bisschen nutzen, um den Fazit zu Serie 11 zu ziehen. Ich kann leider noch nicht auf Serie 12 eingehen, weil ja der Update-Stream verschoben wurde und zum Zeitpunkt der Aufnahme wurde er immer noch nicht nachgeholt. Deswegen kann ich da nicht sagen, was in Serie 12 alles reinkommt. Aber wir können ja, wie gesagt, ein kurzes Fazit zu Serie 11 ziehen, wo ja ein paar Fahrzeuge reingekommen sind. Wobei, nee, können wir nicht. Weil einen von denen bin ich noch nicht gefahren. Den Mercedes. Der kommt erst übermorgen, kommt er, glaube ich. Wird es die Folge dann mit ihm geben. Habe ich tatsächlich einfach vergessen, mit ihm eine Folge zu machen. Aber das wird noch passieren, definitiv. Wie gesagt, dürfte eigentlich übermorgen dann erscheinen. Dann werden wir übermorgen das Fazit zur Serie 11 machen. Passt ja dann auch ganz gut. Ich finde tatsächlich den Sound, wenn du fährst mit dem X-Pack, finde ich sehr nice. Ich habe tatsächlich erstmal ja im Stream auch den Wagen im Stand ein bisschen hoch drin lassen. Da hatte er gar keinen Sound. Was ich sehr schade fand tatsächlich. Aber wenn du halt mit ihm fährst, dann ist das schon sehr gut tatsächlich. Also man muss es ja einfach sagen, ein Elektroauto hat Sound. Die klingen nicht einfach nach nichts. Die sind nicht komplett leise. Die haben einen Sound. Und das haben sie hier, finde ich, sogar gar nicht schlecht getroffen. Also das ist schon sehr nice auf jeden Fall. Klar, dass er jetzt so ein dicker V8 lauter ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wir haben ja teilweise auch echt Elektrowagen im Spiel, die du einfach gefühlt gar nicht hörst. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Also wenn man einmal den Elektrowagen an sich hat vorbeifahren hören, der auch vielleicht mal ein bisschen schneller gefahren ist und nicht nur Tempo 30. Das kriegst du mit, definitiv. Das auf jeden Fall. Und wir haben hier jetzt auf jeden Fall aber echt ein geiles Ding draus gebaut. Also klar, am meisten hilft ihm halt natürlich das Getriebe. Brauchen wir nicht drüber reden. Dass wir da die Übersetzung ein bisschen länger gemacht haben, ist halt das, was er definitiv am nötigsten hatte. Weil ansonsten, wenn wir immer noch bei 190 hängen würden, dann wäre der Wagen auch in der Teststreckenzeit wahrscheinlich immer noch so ähnlich in der B-Klasse drin. Aber so fühlt es sich jetzt halt echt wie ein Wagen an, der halt einfach auch Ende der A-Klasse ist. Also das ist schon wirklich gut. Jetzt, du merkst ihm halt jetzt auch, finde ich, das Gewicht ein bisschen mehr an, weil du halt mit deutlich schnelleren Geschwindigkeiten in die Kurven gehst. Aber ich sehe immer noch keinen 2-Tonner vor mir. Oder meinetwegen 1,95 oder was wir jetzt haben. Das sehe ich immer noch nicht. Also er fühlt sich immer noch so an wie 1,8 Tonnen ungefähr. Und das ist auf jeden Fall sehr gut. Und wir haben ja noch nichts am Feintuning gemacht. Also das passiert ja gleich alles noch. Aber gut. Aber auch mit Abstand die beste Rundenzeit. Ja, knapp 8 Zehntel da. Ja, wobei, Moment. Ja, okay.
Da hat beim RS4 ganz hinten Gummiband eingesetzt, definitiv. Eine 1.10 fährt er da eigentlich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht, wenn er da die ganze Zeit auf dem Letzten ist. Aber ja, Gummiband gibt es halt eben. So, ich möchte jetzt mal eine Sache gucken. Das soll der Reifendruck sein, die 2,6. Das kann ja aber eigentlich schon fast nicht sein. Wenn wir hier gerade bei 2,4 bei sind. Also die Anzeige scheint dann wohl nicht zu funktionieren. Oder sie ist höchst asynchron. Werden wir gleich sehen, ob sich das verändert oder nicht. Bin ich sehr gespannt jetzt. Aber ja, 2,6 bar Reifendruck hat dieser Wagen hier auf jeden Fall nicht. Und Alter, ist der hart eingestellt. Aber ich denke, wir können die Front noch mal ein bisschen härter, ein bisschen aggressiver machen, definitiv. Die Dämpfer dafür ein bisschen weicher. Und Differential gehen wir noch mal ein bisschen mehr Power nach hinten. Okay, so viel vielleicht nicht. Und sperren das Differential mit der Beschleunigung hinten noch mal ein bisschen. So, und jetzt wird es mich interessieren. Ne, okay, also die Reifendruckanzeige im Interieur. Sehen wir es noch mal ein bisschen näher. Wie gesagt, ihr seht es da, 2,6 bar. Wir sehen, die Anzeige funktioniert tatsächlich nicht. Weil wir haben hier jetzt gerade 2,2 vorne und knapp 2,3 hinten. Also das, wie gesagt, stimmt leider nicht. Schade, hätte durchaus sein können. Okay, damit kommst du halt auch weg. Ach nein, das ist jetzt wieder einer der Rückwärtsgangsstellen wie vorwärts. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Moment, das will überprüft werden. Das will natürlich überprüft werden. Ob der jetzt auch rückwärts auf seine 300 fährt. Das haben wir bei sehr wenigen Elektrowagen im Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es sind gut ausgerichtet, weil großartig denken möchte ich nicht. Ein bisschen. Okay, ja. Ne, okay, er fährt nicht so schnell wie vorwärts, aber ich sag mal, 2,30 im Rückwärtsgang ist halt auch okay. Warte mal, wie schnell kannst du gehen? Wenn ich jetzt wirklich einfach mal so knallhart das Getriebe mal so komplett ins Nirvana schmeiß, dann geht noch mal ein bisschen mehr. Ja, 2,70 im Rückwärtsgang, 2,80. Jawohl, mit 2,83 rückwärts auf die Rampe. Okay, wieso hast du einen Rechtsteil in der Luft? Was war das denn? Okay, sehr weird irgendwie. Getriebe holen wir mal bitte wieder in den Rahmen der Realität zurück. Sehr gut, Dankeschön. Aber ja, also 2,80 im Rückwärtsgang. Wir kennen es doch alle, oder? Also, haben wir das nicht alle schon mal gemacht? Glaube schon. Habe ich nicht mitgerechnet. Das hat mich tatsächlich jetzt ein bisschen positiv überrascht. War ja auch sehr zufällig, dass ich das jetzt noch rausgefunden habe, aber hey, ja, warum nicht? Warum denn nicht? Ach, guck mal, der Wagen ist gar nicht schwarz. Es ist so ein sehr dunkles Anthrazitgrau. Ah, okay. Deswegen holt mich das vielleicht auch so ab. Das könnte sein. Halte ich für möglich, definitiv. Ich kann mich auch tatsächlich mittlerweile ein bisschen mehr an das Heck gewöhnen, aber letztendlich finde ich halt trotzdem die Front einfach sehr viel schöner und die Seiten. Also, wie gesagt, Seitenlinie ist halt sehr Tesla-inspiriert, muss man ganz klar sagen. Und die Front halt auf jeden Fall hat ein bisschen was von Kiwi. Also, zumindest ein bisschen. Aber wie gesagt, wenn es halt gut aussieht am Ende, dann ist da nichts dabei, finde ich. Also, dann kann man sich auch gern von anderen Fahrzeugen inspirieren lassen. Ich meine, jetzt guck dir mal die Rückleuchten an von Supersportwagen aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern. Da sind super häufig einfach nur zwei runde Leuchten hinten. Jeweils links, jeweils rechts, also vier insgesamt halt. Das ist halt, ja,
jetzt nichts Wildes. Und allgemein auch diese Limousinenform an der Seite, die hat, wie gesagt, ein bisschen aus wie ein Tesla. Das hast du halt auch bei anderen Fahrzeugen, so in die Richtung in etwa. Ich glaube halt, bei ihm kommt so ein bisschen mehr so rüber, weil er halt ein bisschen höher liegt, als jetzt so ein Audi A4 oder so. Oder ein A5 meinetwegen. Also der ist halt einfach ein bisschen brutaler in seiner Erscheinung im Gesamtpaket. Von der reinen Größe des Fahrzeugs. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt nichts, was Tesla exklusiv hat. Und ich weiß, es wird jetzt wahrscheinlich auch ein paar Leute geben, die Tesla wieder aktiv im Spiel haben wollen. Ich persönlich muss sagen, ich kann mit Tesla-Fahrzeugen halt nichts anfangen, deswegen ich brauche sie jetzt nicht unbedingt. Aber ich denke mal, es wäre schon cool, halt ein Referenzprodukt zu haben. Also klar, ein Model S im Spiel würde ich halt auch nehmen, auf jeden Fall. Um halt einfach ein Vergleichsfahrzeug zu haben zum X-Peng hier eben. Ist ja genau das Thema, über das wir letzte Folge gesprochen haben. Thema Vergleichsfahrzeuge, die du halt dann im Zweifel nicht mal selber fahren musst, sondern die halt einfach cool sind, dass sie da sind. Ich meine, da ist immer noch das allerbeste Beispiel, als in Forza Horizon 4 Mitsubishi am Anfang gefehlt hat. Selbst als Subaru-Fan war das halt einfach schade, dass Mitsubishi nicht dabei war, weil du halt zumindest einfach die Konkurrenz nicht dabei hattest. Dass du halt damals wirklich die Rallye-Meisterschaften halt im Prinzip nur mit Subarus und ab und zu mal ein bisschen Ford gefahren bist. Also das kann schon, finde ich, enorm was ausmachen. Wenn du also zwei Fahrzeuge hast, die ähnlich zueinander sind, dann sollten, finde ich, auch beide im Spiel sein. Gerade wenn diese Fahrzeuge eventuell auch ein paar Mal verglichen werden. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich denke nicht, dass man großartig Vergleiche sieht zwischen X-Peng und Tesla. Glaube ich irgendwie nicht dran. Weil dafür ist X-Peng, glaube ich, dann doch noch zu unbekannt. Zumal es auch, glaube ich, denke ich, allgemein wenige Vergleiche mit Tesla gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass Tesla da ein bisschen in die Ferrari-Richtung geht und sagen wird, nee, lass das mal sein. Ferrari, also Vergleiche mit Ferrari gibt es ja eigentlich nicht in Magazinen, weil Ferrari das ja komplett abblockt. Und ich denke mal, so eine ähnliche Nummer könnte das auch mit Tesla sein. Weil sie können nur verlieren. Selbst wenn der Wagen besser abschneidet im Vergleich, dann sagen die Leute halt, ja gut, ist halt ein Tesla. Wenn er schlechter abschneidet, dann sagen die Leute, wie kann das passieren? Das ist ein Tesla. Also da kann Tesla eigentlich nur negativ abschneiden. Im Endeffekt, das muss man auf jeden Fall so sagen. So, diesmal haben wir die schnellste Runde. Und diesmal haben wir vor allem aber auch einen Wagen, der sich sehr gut hat fahren lassen. Also da haben wir auf jeden Fall die richtigen Schritte getätigt. Ich würde damit sagen, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr bedeutend über ein Abo freuen. Schreib mir gerne deine Meinung zum X-Peng in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Servus!